Ja, so hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Le Tour de France Saison 2012. Und wir befinden uns jetzt hier in der Etappe 12. Ist eine, ja, extreme Etappe mit zwei HC-Kategorien und einmal die 2. Und natürlich mit Bergankunft sieht mir auch nach einer, ja, 2er-1er aus. Kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber ist ja auch noch nicht so wichtig. Und ja, vielleicht hört ihr es, ich hoffe, dass ihr es hört, natürlich zum Positiven. Ich habe jetzt hier ein neues Mikro, mein schönes T-Bone SC450 USB. Steht links neben mir, ich hoffe, dass ihr den PC nicht hört. Der steht nämlich direkt daneben und ja, das Mikro ist halt direkt links neben meinem Kopf. Und ja, ich war jetzt eben hier im Urlaub 12 Tage, daher ist da auch nichts gekommen, das wisst ihr ja. Ja, und ich habe jetzt für mich entschieden, ich habe auch oft den Tipp wirklich oft bekommen, Kollege hier mit dem Frank wird es nichts mehr und mit dem Andy schaut es jetzt mittlerweile auch scheiße auf. Fuck, kacke, das war diese verhurte Zeitfahren. Ja, dann müssen wir einfach hier riskieren. Dranbleiben, erholen, angreifen und Zeit rausfahren. Das heißt, jetzt halt, ne, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ja, wir wissen, ist eine Bergetappe. Ja, jo, sieht gut aus. Das heißt, Frank wird Wasserträger, Andy wird Captain. Ja, gut, das passt. Dann ist Koffer. Wird auch noch als freigesetzt, aber das ist ja eher unwichtig. Wie sieht's denn aus? Durchschnitt 80, Fitness. Ja, Frank ist eigentlich fit, aber irgendwie bringt's der nicht so gut im Moment. Naja, auf jeden Fall, die Etappe sieht doch extrem aus von Abbeville bis nach La Toussie. Über La Toussie. Ich kann das eh nicht aussprechen, das wisst ihr ja. Lessibles ist das Ziel auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, das mit dem Ton, das ist, hört sich gut an für euch. Ich muss wegen rumprobieren. Ich habe mal eine kurze Testaufnahme in Crysis gemacht. Da hatten wir ziemlich deutsch. Ich bin Türken, weißt du. Bist du? Was soll ich jetzt sagen? Genau, da hatten wir ziemlich arg die Tastenklicks und so gehört. Und es hat mich persönlich extrem genervt. Weil ich da nicht so der Fan von bin, wenn man das Geklicke die ganze Zeit hört. Aber ich habe mir jetzt gedacht, Mensch, ich benutze die Maus und kaum was an der Tastatur. Und ich denke mal, da ja, sollte das klappen. Ich hoffe es zumindest sehr. Und auch so habe ich mir jetzt noch wegen Tipps und so abgeschaut. Und ich hoffe, dass ich das jetzt auch anwenden kann. Auf jeden Fall, wir gelten wieder mal als Favoriten. Genau. Und ja. Und ich entschuldige mich schon, dass es zurzeit nicht so extrem viel Tour gibt. Aber ihr wisst ja, das ist nur ein Nebenprojekt. Es wird eventuell jetzt zum Hauptprojekt, eventuell, weil ihr wisst ja, die Parts sind so verschissen groß. Und da ist es immer schwer mit meiner Leitung. Ich lade mit genau einem Megabyte hoch und ist halt doch wenig. Jetzt müssen wir wieder gucken, wie kann man hier alle Leute markieren. Hier auf jeden Fall nicht. Gab es irgendeine Taste. Aber wir können theoretisch auch so einfach drüber gehen. Genau, das sieht gut aus. Genau, F6 war die Taste. So, und jetzt lassen wir unsere Leute auch gleich mal vorpreschen und die Führungsarbeit ein bisschen übernehmen. Ja, Kollege Harper. Was zieht denn der jetzt schon wieder ab? Nicht angreifen. Ja, ihr könnt von mir aus angreifen, das ist mir vollkommen schnutzpiep egal. Genau, so, Führungsarbeit. Genau, der Frank, dass er was tut, soll er wegen hier machen. Aber das Tempo wegen rausnehmen, wir haben keine Führungsarbeit. Genau, so, dann kann man es ja hier. Nicht alle
So, ihr fahrt jetzt alle so. Und jetzt kommt der nächste. Fahrt alle. Und schon wieder einer da. Ihr fahrt alle so. Und wer macht ein wenig die Führungsarbeit? Der da hapert, der ist ein wenig führen. Ah, jetzt geht's schon in den Berg rein. Genau, schlau, er fährt mal an der Seite vorbei. So. Mach wegen die Führungsarbeit. Shot, Shot, Sanchez, Monier. Wir könnten es mal versuchen, ein wenig auszureißen. Ja, Sprintwertung, das ist ja für uns eigentlich jetzt mittlerweile auch unwichtig. Oh, jetzt wird mein PC lauter. Ich hoffe, ihr hört es echt nicht. Ich hoffe so sehr. Schauen wir mal schon alle Männer durch. Ja, das sieht noch gut aus. Ja, passt. Der führt jetzt. Genau, der Evans ist da. Mit Klöten da. Der ist auch gut platziert. Also relativ gut. Der ist insgesamt 16. Mit dem greifen wir heute auch mal an. Ne, greifen wir mal an, genau. So, ihr macht jetzt gar nichts mehr. Klöden greift an, das sieht supi aus. Ja, jetzt kann er normal weiterfahren. Oder folgen die Angriffe schon. Hochballer. Und Silva Chavanel ist dabei. So, nix da, du bleib. Wer sieht denn, wer ist denn hier? Gut. Da, den da, Position von dem einnehmen und da bleibt er wegen bei dem. Ja, ne, Scheras ist noch besser. Ach, der ist aber noch nicht bei uns. Ja, ist gut, bis jetzt läuft es gar nicht so schlecht. Unsere Männer machen keine Führungsarbeit, die chillen sich schön vorne rein. Müssen wir nur schauen, wo ist er da, dass keiner abreißen lässt, vor allem nicht der Benatti. Weil ist ja logisch, der ist wahrscheinlich der Schwächste, ist ja unser Sprinter, also ist er logischerweise auch der. Jetzt hat das Feld uns doch schon wieder eingeholt. Also dann brauchen wir hier auch gar nichts versuchen, aber jetzt schaut euch doch mal das an hier. Machen wir hier die andere Ansicht, das sieht doch auch schön aus. Ich muss schon sagen, von der Grafik her, da haben sie doch einiges verbessert. Was ich nie für möglich gehalten hätte. So, ja, sieht noch gut aus. Mal gucken, wie sieht es mit Gesundheit bei allen aus. Wir können jetzt... Ja, hier, Benatti. Du fährst bisschen 75, dass du da auch nicht abreißen lässt. Gell? Mehr ja, zu schade. Wir essen bei uns im Bergtrikot ziemlich gut dabei. Wie schaut es mit Frankie Boy aus? Ist zweiter, okay. Wie sieht es mit dem Andy aus? Wo ist der Klöten? Ist 20. Andy ist 15. Ja, dann schauen wir das mal mit Frank da oben an der Bergwertung. Bisschen was gut machen können. Weil HC gibt Fettpunkte. Ich weiß nicht genau wie viel und so, aber ja. Gibt doch einiges. Schauen wir mal, wie. Oh, Lloyd, Costa, oh, die sind schon doch ganz schön ein Stückchen da vorne unterwegs. Naja. Mal gucken, mal abwarten. Okay, trinkenmäßig ist auch noch alles im grünen Bereich. Jetzt hier runter können sie sich nochmal ein wenig erholen. Wir führen auf jeden Fall gut da vorne an, ein wenig 76. Also, oh nein, der Benatti nicht. Der soll schön wieder Seite 75 fahren. Hatten sie ja gerade, der ist unser schwächster Mann. Und dass das auch was wird. Mit dem. Musste schon jemand abreißen lassen. Cavendish ist noch dabei. Ne, ist noch alles gestaffelt.
Einer, du bist bergig. Ja, bist du nicht schlecht. Dann kannst du mal, wenn. Lass dich mal zurückfallen. Mitten am steilsten Stück bei 8%. Ja, gut, es geht. 8%, es geht ja noch. Wo ist Benati? Ach, okay, da ist er. Muss immer schauen, dass ich wegen hier den Überblick über alles habe. Schauen wir mal vorne. Ist da so los, was da so los ist. Ah, die Leute baut es auch wieder sehr schnell auf. Okay. Die haben jetzt hier gleich eine Vierergruppe. Ja, schon Hammer. Der Berg, der ist echt extrem. Okay, 9 Kilometer haben wir jetzt noch. Bei, ja, 7 Kilometer greifen wir mit dem Frank an. Einer, du bist da noch dabei, okay. Wenn du vielleicht außen vorbeifahren würdest, dann wäre es vielleicht besser. Ja, und Leute, an die Einstellungen habe ich jetzt was rumgestellt. Hier kann man jetzt nichts mehr drücken, dafür habe ich jetzt auf Anti-Aliasing 8 eingestellt. Und ich denke doch, das sieht besser aus. Jetzt können wir doch nochmal wenn ich drauf rumwetschen. FX. Das an. Ja, so sieht es besser aus. Sind die Farben ein bisschen besser. Ja, jetzt haben sie alle nichts mehr zu trinken. Das ist natürlich jetzt halt nicht gerade optimal. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass wir noch 6 Minuten da den Berg hoch aufholen können. Aber wir versuchen es jetzt einfach mal. Vielleicht kommt er ja vorbei. Und kommt vielleicht vor. Ja, sieht gut aus. Es ist hier gerade auch ein extrem steiles Stück. Oh Mann, jetzt verhängt er sich wieder. Ja, okay, er kommt extrem gut raus. Wie sieht es mit unseren Leuten aus? Benati ist noch dabei. Okay. Dann gehen wir wieder mal vor. Zum guten Frank. Da greift das Feld natürlich jetzt auch nicht unbedingt an. Also so, da ist die KI doch relativ passiv eingestellt. Er fährt extrem schnell den Vorsprung raus, das gefällt mir. So was hätte er mal früher machen sollen. Jetzt braucht er einfach mal schnell was zu trinken und dann kann er ja gleich weiterfahren. Passt, Einsatzbalken. Helikopter, ich will nicht unbedingt jetzt den Berg sehen. Okay. Da sieht auch noch alles gut aus. Ist noch alles, ja, passt. Gehen wir mal wieder vor. Warum hat der Harper nichts mehr zu trinken? Ist das Bell ja noch nicht vorgekommen? Harper? Ja, ne, da ist wohl noch nicht vorgekommen. Das macht er aber schon, bin ich mir sicher. Da oben sind sie. Ah, scheiße. Ja. Gut. Konnten wir nichts ändern. Aber ja, okay. Kannst du jetzt mal auf 65 Wing fahren oder lass dich erholen, das passt. Jetzt fährt, lässt der Wengenberg runter alles ausklingen, das ist auch okay. Oh, die sind doch noch ein ganz schönes Stück hinter. Okay, da ist aber alles noch zusammen, so wie wir das haben wollen. Klappt das auch? Welches Team macht denn hier gerade so die Führungsarbeit? Von Gordon. Ja, das ist doch BMC-Team. Schauen wir jetzt nochmal zu unserem Frank. Also da ist der Cam schon. Okay, die fahren hier auch in der Dreiergruppe, dahinter noch der andere. Jupp. Und hier ist unser Frank. Der kann sich jetzt hier schön gechillt wegen erholen im Bergrunde. Schön gechillt, vor allem bei 65 km/h. Okay. 40. 30 um die Kurve, auch gut. Es wäre vielleicht doch besser, wenn wir den, dass er den Anschluss schafft an die anderen. Bisschen was riskieren kurz, dann kann er sich ja bei den anderen erholen. Er ist halt auch nicht so der Abfahrer, den man sich jetzt hier vorstellt. Da
wenn er so der Cancellara, wenn der Berg stärker wäre, wäre ja, boah, das wäre Bombenfahrer. Was sagt ihr eigentlich zu WL zurzeit? Kommt ja, ist ja auch mit die eine der drei großen Rundfahrten des Jahres nach dem Giro d'Italia und der Tour de France. Ist ja noch die WL der Spanier, also die Tour durch Spanien. Schaut ihr die auch? Oder was haltet ihr vom Contador zurzeit? Ist ja, hat ja versucht in der dritten Etappe was anzugreifen. Aber Froome immer schön gekontert, so wie Rodriguez genauso. Aber ich finde es jetzt echt spannend. Oh, Bertagnoli, Lambre ist gestürzt. Schauen wir mal, wie weit sind die noch weg. Jetzt kann man doch da draufklicken, Zeit messen. Und dann zeigt es uns jetzt dann da unten schön am Balken an, wenn wir da an der Stelle sind. Und das sind 45, 40 Sekunden, 44, 38. Also die haben wir jetzt gleich eingeholt. Und dann können wir mit denen den Berg hochfahren. Cavendish, genau, Cavendish reißt hier auf der Etappe bestimmt was. So, oder wer ist da dabei? Ja, das müsste der stärkste sein. So, fahr da einfach wegen mit, das passt. Dann kann nichts schief gehen. Okay, die sind jetzt auch schon berg unten. Und jetzt geht's dann halt auch schon gleich wieder rauf zur nächsten Ölkategorie. Davor sollten wir vielleicht doch nochmal geschwind den einer hinter schicken, bisschen was zu trinken einholen. Den Frank vorne auch. Oh, ja gut, das ist doch schon ein ganz schönes Stückchen. Gucken wir mal, ob das da klappt. Okay, wer ist hier? A2 so. Schauen wir mal wieder hinter. Okay. Okay, ist keiner von uns. Dann kann es uns eigentlich relativ egal sein. Aber ich finde diese Helikopteransicht klasse. Macht Spaß zu fahren. So, einer ist wieder noch hier. Okay. Löten, du fährst jetzt auch ein bisschen weiter vorher, du bleibst, das passt da. Bleiben erstmal wegen hier. Obwohl, jetzt fahren wir noch schnell zum. Gehen wir noch einmal eine Runde schnell zum Frank vor. Oder holen uns da was zu trinken. Geht ja schnell in so einer kleinen Gruppe. Obwohl kein Versorgungsauto in der Nähe ist, aber ja, okay. Wenn wir jetzt so 8-9 Minuten ins Ziel kommen würden, das wäre ja so genial. Aber ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Ja, gut, aber sieht gut aus. Wer ist denn hier der beste Bergfahrer? Schauen wir mal. Also Bergfahrer sehen wir ja hier BE 74, 81, 76, 73, 72. Ja, der Costa. Da, genau. Nein, nicht auf dem Kern. Im Costa, genau. So, den haben wir. Wie sieht es jetzt hier aus? Müssen wir aufpassen. Ich lege schon mal meine Hand auf P. Weil hier wird es wahrscheinlich bald wieder die Angriffe nur so hageln. Benatti, du musst jetzt wahrscheinlich, ja. Merkt man schon, der wird schon wieder durchgereicht. Er muss jetzt wieder wegen auf 74. Cancellara geht auch ein bisschen hoch. Nur schauen, dass er nicht abreißen. Das ist die Hauptsache für uns jetzt heute. Halt. Klöten, fahr mal ein bisschen vor. Dich brauchen wir später. Dich brauchen wir auch. Genau, häng dich mal dahin. Na, TJ van Gordon ist auch gut, er passt jetzt schon. Nee, nicht der Frank. Der Andy soll beim Evans bleiben. Und der Klöten soll. Ich kann ihn jetzt wahrscheinlich nicht auch noch auf den Evans doch auch. Okay, es passt. Wenn sie auf dem Evans sind, der wird nicht schlapp machen. Bin ich mir sicher. Okay, hier haben wir jetzt noch 10,5 Kilometer bis.
schaut es euch mal an bis zur Bergwertung und jetzt schaut es euch mal an, ist ja wunderschön diese Aussicht. Da wird jetzt so eine Freifahrkamera richtig nice. Wenn man einfach selber wegen steuern könnte die Kamera, das wäre cool. Also finde ich, also ich bin ein Fan von sowas. So, okay. Wie sieht es jetzt aus? 9 Minuten. Okay. Ja, 9,5, das wird immer mehr, das ist super. Oh, oh, jetzt haben wir hier A1, wer ist da dabei? Von uns jemand? Nee. Hier sind die ganzen Sprinter, ja hier. Aber von uns ist dann nirgends einer dabei. Wir halten uns alle sehr gut vorne, das ist erfreulich. Vogt, der ist auch ja stark dabei, eigentlich immer. Obwohl er nicht so der Bergfahrer ist. Einer zu Belgia, der ist schon guter Bergfahrer eigentlich. Ja, das klappt sehr gut. So, wie ich mir das vorstelle, klappt es im Moment. Wunder, hat man ja noch nie, dass es so läuft, wie es soll. Umso besser, dass es jetzt mal klappt. Oh, das sieht doch so schön aus. Ich bin voll der, auch so Landschaftsfreak. Also, wenn ich mit meinen Freunden war mal weg bin und dann so Sachen da, oh, das liebe ich. So schön, die Sonne und so. Na, da könnt ihr da hinschwärmen. Okay, jetzt sind die letzten 5 Kilometer. Gucken wir mal, dass wir da uns oben die Punkte krallen, aber ich denke mal, das sollte kein großes Problem darstellen. Aber schaut euch mal die Berge an. Geht's ja doch ganz gut aus. Schauen wir nochmal zurück schnell. Okay, ja. Wir fahren hier auch nicht so ein hohes Tempo, 15 km/h, und wir fahren vorne 11. Aber wir haben 10% und wir haben 7% Steigung. Also das ist gut, wir fahren da vorne doch schon ein richtig starkes Tempo. Und hier dafür ein wenig ruhigeres. Aber es ist ja nicht schlecht. Trinken und so haben sie auch alles. Fit sind sie vor allem. Maxi Kofor kann am Ende wahrscheinlich auch ein wenig mit angreifen. Er hat eine plus 2er Form heute. Das ist stark. Wie sieht es denn beim Andy Schleck aus? Wo ist er denn? Da, der hat auch plus 1. Und der Frank hat 0, aber er fährt dafür umso besser. Okay, die letzten 3 Kilometer bleiben wir dann mal hier vorne. Ändern aber auch die Ansicht wieder. Aber nicht auf so, sondern auf so. Mal so hat man es doch alles immer ein bisschen besser im Blick. Schauen wir mal, fahren wir mal vor. Boah, nein, die greifen an. Okay, den Hammer. Die Punkte, die holen wir uns. Schön, da hält uns nichts mehr. Nee. Da sind wir doch zu stark. Lass dich gleich mal zurückfallen. Jo, hat gepasst. Die haben wir uns schön geholt. Dann weißt du ja, trinken holt's im Bergrunde immer. Vogt fährt jetzt schon vorne, das wollte ich jetzt halt eigentlich nicht unbedingt, dass er sich da so vorkämpft, aber okay, wenn er möchte. Evans ist der Klöden da, ist der Schleck da, okay, auch super. Jetzt schauen wir mal, wie viel hat denn der Klöden Rückstand auf dem Schleck. Messen wir mal den Zeitabstand, 1 Minute 13, oh, ist wenig. Ne, das ist ja vom Peloton aus. Ja. Ach, keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert hat. Hm. Naja, ist ja egal. Die sind auf jeden Fall jetzt halt erst an der Bergwertung. Das heißt, da können die jetzt mal Trinken holen gehen im Berg runter. Und vor allem alle ausruhen.
Trinken holen, erstmal, bevor du dich ausruhst, bitte. Okay, auch ausruhen. Und du auch ausruhst. Ja, die müssen jetzt halt schnell herkommen. Aber die Zweier Bergwerte und die kassieren wir auch noch ein, würde ich sagen. Das sind noch 5 Kilometer, aber wir trotzdem. Ja, wir können jetzt nicht an den seine Position. Wir können uns jetzt nicht fallen lassen. Gehen wir auf 40% Einsatz. Das ist immer noch genug, um vorne zu bleiben anscheinend. Also Frankie Boy ist heute echt in Topform. Ach ne, Einsatzbalken. Jetzt wird er erst richtig langsam, okay. Auf den Costa, bitte. Ja, hallo. Ich war hier mit 40% Einsatz, das kann doch nicht sein. Tun die sich so schwer bei 8%? Ich glaube, die wollen einfach nicht, dass wir bei Dennis sind. Ja gut, jetzt sind es eh nur noch 2 Kilometer. Und dann haben wir die zwei ja auch schon hoffentlich gewonnen. Wäre mal wieder was feines Leckerchen. Leckerli. Brauchen wir gar nicht angreifen. Kommen eh nicht hinterher. Ja ne, da können wir ganz locker fahren mit 73%. Ja, da merkt man halt doch den Klassenunterschied. Fast haben wir auch gewonnen. Was ist, wenn ich jetzt auf 5 mache oder auf 0? Auf 0 hält er doch an, oder? Ja. Okay. Ich wollte es hier nur mal antesten. Hol dir nochmal trinken, kann dir nicht schaden. Halbes Glas ist schon leer. Halbe Flasche. Wohl eher kein Glas. Ich verstehe nicht, warum die nicht herkommen und nicht mit mir zusammenfahren. Okay, aber hier klappt auch alles so bei so einer Zweier. Oh, kann schon laden. Das habe ich jetzt halt wieder mal nicht berücksichtigt. Ich muss mal schnell einen Schluck auch trinken. Ja gut, er geht jetzt halt doch schon an seine Grenzen. Einer, du bist noch ein und frei. Einer ist ein und frei. Benatti, das lobe ich mir als Sprinter da ganz vorne dabei. Sekunden, 40 Sekunden. Wir fahren immer mehr raus, obwohl ich das ja gar nicht will, eigentlich. Aber okay, gut. Wenn das so sein soll, dann ist das wohl so. Jetzt ihr zwei, Lödies, auf den Evans. Oh Gott, ich kann immer nur einen nehmen. Erstmal einen Schleck. Und danach. Ne, auf den Evans. Okay. Und Bergrunde. Cancellara kann in Bergrunde ja stark fahren. Ne? Das wissen wir. Der ist ja klasse Abfahrer hier mit 81. Belgier holt mal trinken. Der holt es wieder auf, ich bin mir sicher. Den haben wir jetzt hier noch so, einen Oros und der durchs Auto fährt. Oh, da hat es einen reingewickelt. Aber zum Glück nicht im Hauptfeld. Okay, Frank ist schon am letzten Anstieg. Jetzt kannst du wieder auf Einsatzbalken 75 fahren. 75. Und dann schaust du, dass du das Ding mal schaukelt. Kommst du hier nochmal. Sind noch 17 Kilometer, 15 Kilometer. Hauen wir uns mal so einen Riechel rein. Ah, hier ist unser Bergtrikot. Wer hat denn das bei uns? Ach ne, der Wiggins hat das Bergtrikot. Das gepunktet, weiß gepunktet, wisst ihr ja, ist ja das Bergtrikot. Ein Costa greift da an anscheinend. Jetzt müssen wir aber auch wegen da hinten bleiben. 15 Kilometer hat er jetzt gleich. In 400 Meter, 200 Meter, 100. Und jetzt darf man mal einen Energieriegel noch schlucken. Ja, Schleck und Flöten sind stark dabei.
Der fährt da noch ran. Obwohl, ja, 1,5 Minuten. Und dann kommt ein Berg wieder. Einer, wenn du so schwach bist heute, dann musst du dich wegen mehr noch quälen, gell? Das wissen wir. Jetzt muss ich mal kurz hier noch auf Pause machen. Dann davor schauen zu dem und das machen wir jetzt. Der hat schon einen ziemlich hohen Puls. Er fährt auf 75. Ich weiß nicht, ja nein, da lassen wir jetzt einfach mal so laufen. Wir schauen hier hinten, ich lasse jetzt meinen Finger direkt mal auf P für Pause liegen. Falls da auch ein Angriff noch stattfindet. Okay, aber scheinbar nicht. Ich denke mal 10 Kilometer könnten wir auf jeden Fall mit dem Frank dann durchgehen. Auf 80. Wickler kommt auch schon wieder vor. Moreno, Michael Rogers, Christopher Froome ist dabei. Leon Luis Sanchez, oder wie der heißt. Rocher. Und jetzt schauen wir mal hinter, nicht, dass da noch jemand abreißen lassen muss. Leo Cancellara ist da. Er darf auch wieder ein bisschen Gas geben. Er auch. Und der einer fährt schon so gut wie er kann. Dann passt es. Jetzt haben wir da vorne noch in Frank. Da drehen wir jetzt mal noch hoch. So. Da ist der Frank. Letzten 5 Kilometer wird es dann losgehen, denke ich. Also ich hoffe es sogar. Ich hoffe es sogar, wirklich. Und dann können wir doch mal zeigen, was wir können. Jawohl, vielleicht könnten wir es jetzt schon versuchen mal. Dann lassen wir jetzt mal mit dem Harper. Der ist ja auch ein guter Bergfahrer. So, nach der Kurve versuchen wir jetzt halt mal den Antritt. Oh, da geht jetzt einer mit. Der Gent ist dabei. Okay, jetzt halt, jetzt geht's los. Ihr drei. Scheißegal, wer ist, ne? 83 auf Angriff. Frank greift an, der hat nochmal ordentlich Power. Okay. Dann schauen wir jetzt, dass wir hier noch rauskommen und dass wir es nicht verschlafen. Ah, scheiße. Sieht nicht so gut aus. Contador ist natürlich auch voll dabei, bitte. Jetzt bräuchte man so eine Funktion für halbe Geschwindigkeit oder so nur. Da wird jetzt da noch ein Angriff kommen, da bin ich mir sicher. Kommt gleich nämlich noch mal ein Hügelchen. Vorne, wer fährt denn da noch? Ah, da ist dieser Degent. Ah! Frank ist im Sieg! Einwandfrei. Hopp, Angriff! Scheiße, jetzt können sie nicht mehr. Alle noch einen Energieriegel. Oh, der Evans ist ja auch verdammt stark. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich dachte, an den können wir schon noch rankommen. Na, da ist, die Kräfte sind weg. Auch der Andy hat nichts mehr.
hier. Fahrt einfach noch 100%. Die können auch nicht mehr wirklich sprinten. Boah, was geht denn hier ab? Contador, hey. Mensch auf Sanchez. Nibali ist dabei auch noch. Der Klöten. Superman. Also auf jeden Fall, das war eine echt erfolgreiche Etappe mal wieder. Jetzt haben wir es halt dummerweise dank der Action im Hintergrund verpennt. Verpennt vorne die Zieleinfahrt zu sehen. Aber okay. So, jetzt geben wir mal hier Gas. Schauen wir mal, dass der letzte auch noch heute ins Ziel kommt. Der hat noch 10 Kilometer jetzt. Und der ist aber auch abgeschlagen mit über, ja, 35 Minuten haben wir jetzt. Jetzt hat er immer noch 5 Kilometer, 40 Minuten, 43, 44, 45, 45. Ja, der hat wahrscheinlich eine Stunde Rückstand, der Arme. Einen Kilometer. Ja, hat gute 57 Minuten Rückstand. Hier war es der Angriff, wo wir erstmal abgebrochen hatten, genau. Und dann weiter. Dann sind wir durchgegangen. Es war ja schon am ersten Anstieg. Da fahren wir ganz gechillt ins Ziel, also ohne großen Aufwand. Ja, ne, wir haben ja nochmal angegriffen, stimmt. Da sehen wir es nochmal schön. Die letzten paar Meter. Yay! So. Siegerehrung brauchen wir jetzt nicht unbedingt, oder? Schauen wir uns halt mal an. Tour de France Etappenstand, hier haben wir gewonnen. Und mit ganzen knapp 12 Minuten, ey Leute, wisst ihr was das heißt? Wir haben 12 Minuten aufgeholt. Ey, Respekt, oder? Das haben wir gut gemacht, muss man mal dazu sagen. Gesamtwertung führt der Evans weiterhin, sehr klar. Wir sind auch noch nicht in den Top 10, aber Gemach, Gemach. Da führt immer noch der Evans vorm Contador, Menschow und Sanchez. Samuel Sanchez war's. Ja, Cavendish ist natürlich mit 148 Punkten uneinholbar. Wo ist denn der nächste von uns? Ah, der ist auch nicht, sind auch nicht mit drin, aber wir fahren ja hier nicht dafür. Schauen wir mal, Bergwertung. Ja, der Frank hat's gemacht, das ist doch Hammer, man. 20 Punkte Vorsprung vorm Costa, vor Kern, Wiggins, sehr gut. Ja, wir haben eine HC gewonnen. Zieleinkunft und 2 ihr Kategorie, also das ist doch super. Von Cofidis ist der Nachwuchsfahrer der Beste, das passt. Beste, ja, sind wir, das ist auch gut. Mit 35 Minuten haben wir Vorsprung aufs nächste Team. Also nicht schlecht, Herr Specht. Tour de France, stark ist der Stärkste. Ha! Wortspiel. Schleck ist der Schleckste, oder wie? Oh, wir sind jetzt 12. Leute, Respekt, haben wir doch gut gemacht. Der Andy hat natürlich heute auch wieder Zeit verloren, das ist klar. Aber auf eine Evans hat er immerhin nur eine Minute, nicht mal eine Minute verloren. Schauen wir uns jetzt hier nochmal schön alles an. Bonus. Ah, genau. Also Bonus. Hier hat man 20, fällt mir 20. Nein, falsche Etappe erstmal. Da, genau. Das ist 2, dann 3, 4 und 5. Ja, also hier hätten wir 20 Punkte, haben wir leider liegen lassen. Die haben wir aber mitgenommen. Und dann haben wir hier 5 Punkte noch mitgenommen, 25 Punkte und hier auch noch 20 Punkte. Also wir haben jetzt 45 Punkte in einer Etappe geholt. Ist nicht verkehrt, würde ich sagen. Okay, dann sieht es im Klassement sieht es dann super aus. Hier Schleck auf Platz 12, Klöten auf Platz 15 weiterhin, 24 Andy, Maxi Cofort ist auf 28, Harper auf 30, das ist auch extrem gut, würde ich sagen, also da war noch der Cancellara ist noch da auf 64, 74 Subelia, mit über einer Stunde kommt schon Benatti und Vogt, aber Leute, oha, heute, schaut mal an. Haedo, Degenkolb, McEwen,
Danilo Conego. Boah, da sind ja Leute heute rausgeflogen. Gerald Siolek. Also echt. Wow. Das haben wir gut gemacht. Und Leute, in diesem Sinne, schauen wir uns mal die Etappe an von morgen. Es ist wieder irgendwas, ja, ist anspruchsvoll auf jeden Fall. Das ist gut für eine Ausreißergruppe. Und hier zum letzten Antritt wird von Frank und von Andy auch wieder was drin sein. Und in diesem Sinne danke ich euch mal fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Flashy. Ciao.